Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Pinocchio, die Neuverfilmung von Disney von ihrem 1940er Zeichentrickklassiker. Und im Grunde ist der Film wieder mal eine fast zu 100%ige Kopie des Originals, was Bilder und die Geschichte angeht. Es wird hier vielleicht zu 5% was Neues gemacht, aber die anderen 95% sind entweder sehr ähnlich von den Bildern her, beziehungsweise teilweise 1:1. Ja, Einstellungen und die Geschichte ist auch fast nahezu identisch. Insgesamt, die Geschichte ist natürlich altbekannt. Es geht um Geppetto, der eine Holzpuppe schnitzt, die dann plötzlich zum Leben erwacht und ja, für ihn wie einen Sohn ist. Und dann geht Pinocchio auf ein großes Abenteuer. Und man muss sagen, man merkt erst jetzt, wie vollgestopft dieser Film ist. Also wie viele verschiedene Ereignisse da passieren an einem Tag, in Anführungszeichen. Und es wirkt etwas überladen. Und das, wenn man sich jetzt das Original anschaut, ist es da fast auch schon so. Dementsprechend ist es aber trotzdem, muss man sagen, an vielen Stellen etwas simpel gehalten. Also die Geschichte ist sehr naiv und er macht gar nichts Neues. Es ist alles etwas weichgespülter und das ist eben genau diese Disney-Formel, die hier aber nicht so wirklich gut funktioniert, weil wenn man sich die anderen Pinocchios anschaut, beziehungsweise jetzt Guillermo del Toro kommt ja noch, aber es gab ja auch vor 2-3 Jahren einen Pinocchio-Film, und der war wesentlich düsterer, hat sich mehr getraut, hat aber die Geschichte genauso erzählt. Und man muss sagen, hier wurden einige Designentscheidungen getroffen, die nicht gut funktionieren. Natürlich ist Tom Hanks in der Hauptrolle insgesamt ganz gut, aber der steht in einer fast komplett digitalen Welt, die eher so mittel aussieht. Sagen wir so, wenn es ein Animationsfilm wäre, würde ich sagen, ey, cool. Aber es ist halt eigentlich eine Realverfilmung und da sieht es eben nicht so gut aus. Man sieht, dass Tom Hanks nicht wirklich gut mit der Figur Pinocchio interagieren kann, weil die eben komplett digital ist und das irgendwie nicht so funktioniert hat am Set, wie es aussieht. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Pinocchio an sich, die Figur, selber nicht gut aussieht. Das sieht sehr künstlich aus, nicht wirklich nach Holz, und da ist also insgesamt eine komische Mischung entstanden, die für mich nicht funktioniert hat, weder auf Disney Plus noch würde die im Kino funktionieren. Dementsprechend gebe ich dem Film hier nur 2 von 5 Punkten, und zwar in beiden Kategorien, sowohl im Streaming als auch im Kino. Es hätte nicht funktioniert und es hat auch leider hier für mich zu Hause gar nicht funktioniert. Dementsprechend kann ich leider nicht weiterempfehlen. Das ist wieder mal so eine Realverfilmung, die es am Ende nicht gebraucht hätte. Und dementsprechend alles sehr, sehr schade. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!